Berlins Politiker haben die Industrie wiederentdeckt. Nachdem ja jahrelang die Dienstleistungsbranche ganz hochgehalten wurde, hat sich so langsam die Erkenntnis verfestigt, dass es ohne eine gut funktionierende Industrie ja auch nicht geht. Und deshalb werden seit einiger Zeit die Unternehmen der Stadt gestreichelt. Pflege nennt sich das dann. Noch heute war wieder Wirtschaftssenator Wolf unterwegs an drei Standorten und hat allen klargemacht, dass die Chemie stimmt. Berlin Chemie in Adlershof. Vorzeigeunternehmen der pharmazeutischen Industrie in der Stadt und neben Bayer Schering der einzige Großbetrieb. Ansonsten ist die Branche mittelständisch geprägt. Für Hersteller von Arzneimitteln hat die Gesundheitspolitik starken Einfluss aufs Geschäft. Die deutsche Gesundheitspolitik sei eine Katastrophe, meint der Chef von Berlin Chemie. Am Standort Berlin habe man sich dennoch gute Perspektiven erarbeitet. Dadurch haben wir die Krankenhäuser zusammengebracht, wir haben die pharmazeutischen Unternehmen zusammengebracht, aber auch die politischen Spieler zusammengebracht und haben uns entschieden, hier ein Kompetenzfeld Gesundheit zu schaffen. Und wir investieren in diesen schwierigen Zeiten, in dieses Gesundheitsumfeld, um eine bessere medizinische Versorgung zu bekommen. Auf Erfolgskurs auch die Profine GmbH. Sie stellt Kunststofffensterprofile her. Die Produktionsstätte in Marienfelde ist die größte ihrer Art in Europa. Aber inzwischen schon wieder zu klein, um die Nachfrage zu befriedigen. In drei Wochen geht eine neue Halle in Betrieb. Dass Industriebetriebe in Berlin auch erfolgreich geführt werden können, wurde in den letzten Jahren kaum beachtet. Die Politik konzentrierte sich auf Dienstleistungen. Wir sind froh, dass die neue Berliner Industriepolitik jetzt auch wieder zugibt, dass es Industrie gibt und dass Industrie erwünscht ist. Da hatten wir einige Zeit lang Zweifel dran. Doch jetzt ist das Bekenntnis zum produzierenden Gewerbe und zu stadtverträglicher Chemie eindeutig. Das ist nicht unbedingt Chemie, wenn es stinkt und knallt, sondern das sind hochinnovative Unternehmen, die mit sehr hohen Umweltstandards arbeiten und die erhebliche Wertschöpfung in der Stadt haben und viele Arbeitsplätze sichern und schaffen. Auch beim Farbenhersteller Diesner in Britz freut man sich über die neue Wertschätzung und dass zum ersten Mal in der fast 60-jährigen Firmengeschichte ein Wirtschaftssenator vorbeischaut. Und der hört sicher gern das Loblied des westdeutschen Unternehmensleiters auf Berlin. Die Lage Berlin, unsere Hauptstadt, attraktiv für Besucher aus dem europäischen und nicht-europäischen Ausland. Gute Mitarbeiter, die wir haben und ein großes Mitarbeiterpotenzial. Wir sind mit dem Standort durchaus zufrieden. Und deshalb werden jetzt auch nochmal 6 Millionen Euro zur Modernisierung des Berliner Werks investiert.